Ottmar Hitzfeld, bevor wir jetzt sagen, wer der Gewinner ist, wenn Sie jetzt müssten wählen von diesen drei, ist immer eine ganz lässige Frage. Wählen von diesen drei, wenn es überhaupt einer von diesen drei wäre? Sie können auch sagen, es wäre ganz ein anderer Spieler gewesen für Sie. Nein, ich glaube schon, dass alle drei Spieler das verdient haben. Das ist eine diplomatische Antwort. Aber ich habe ja mit dem Marco Strehler auch als Spieler und der Nazi. Ich würde es mir schon wünschen, weil er ist auch Publikumsliebling bei Basel. Aber ja, werden wir mal schauen, wie die Fans abgestimmt haben. Alors, tous les trois sont des bons joueurs, mais selon Ottmar Hitzfeld, peut-être, c'est Marco Strehler, vu que c'était aussi le meilleur, le joueur le plus aimé chez le FC Ball. On va regarder, c'est pas dit. Non, c'est pas dit. Dann werden wir doch schauen, ob sie recht gehabt haben, meine Damen und Herren. Das ist der Publikumsliebling 2014. Der Publikumsliebling ist Brel Embolo. Brel Embolo zum zweiten Mal heute Abend auf der Bühne. Herzliche Gratulation, Brel Embolo. Gratuliere wieder. Mein Spieler 2014. Ja, Brel, du kannst eigentlich auf der Bühne bleiben, so wie es aussieht, langsam. Jetzt, wie ist es so im Alltag? Du hast gewonnen, Publikumsliebling, mein Spieler 2014. Kannst du überhaupt dir noch leisten, auf der Straße rumzulaufen, ohne dass du fotografiert und gefilmt wirst die ganze Zeit? Da müssen Sie Blick fragen, also. Was alles geschickt wird, meinst du? Ja. Nein, also ich kann normal in die Schule und kann normal ins Training, ja. Okay, super. Oh. Schauen, wie lange das noch so dauert. Il est chaud, alors il n'a pas peur de marcher demain sur la route et d'avoir beaucoup de photos de tous les gens, vu qu'il est le plus aimé et il va à l'école, il continue comme ça, alors il est très bescheiden. Wir benehmen uns wie Adoptivmütter heute Abend von Brel Embolo. Das ist definitiv schon mal so. Meine Damen und Herren, nochmal einen herzlichen Applaus für meinen Spieler 2014 und danke nochmal ganz herzlich Ottmar Hitzfeld. Danke, herzliche Gratulationen. Dankeschön. Merci beaucoup.